Der fünfte Trainingstag begann sonnig und für die Spieler um 10 Uhr auf dem Platz. Nach dem gestrigen freien Nachmittag ging Felix Magath und sein Trainergespann gleich wieder richtig zur Sache. Zirkeltraining war angesagt. Antalya, Istanbul, Madrid, Jerez. So hießen die Stationen für Per Kluges Anreise nach Chiclana ins Schalker Trainingslager. Der 29-Jährige kam direkt aus dem Trainingslager des Bundesligisten vom 1. FC Nürnberg und unterschrieb auf Schalke einen Vertrag bis Juni 2013. 24 Stunden jetzt bei der Mannschaft. Man ist von der einen Mannschaft weg zur nächsten. Wie fühlt sich das jetzt persönlich an? Was verabschiedet man sich von den alten Spielern? Bleibt man da in Kontakt oder ist da, wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich habe mich selbstverständlich verabschiedet. Auch die Jungs haben mir alles Gute gewünscht, was auch schön ist. Und natürlich bleibe ich auch mit einigen Kontakt, nicht mit allen sicher. Habe einige gute Kumpels da. Und dann wird man auch in Kontakt bleiben und auch muss sagen, hier, die Jungs haben es sehr einfach gemacht da jetzt in der ersten Zeit und ich denke, dass es da auch keine Probleme geben wird. Dann das erste Spiel gegen Nürnberg, möchtest du da gerne dabei sein oder wie fühlt sich das dann an für dich? Natürlich möchte ich gerne dabei sein, jetzt, ich schaue nach vorn, bin jetzt in Schalke und möchte, wie gesagt, möchte natürlich einen positiven Einstand haben und dann ist es schon ein besonderes Spiel, klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ich möchte, dass wir erfolgreich sind und dann natürlich auch mit einem Sieg dann gegen Nürnberg. Dann viel Erfolg auf Schalke. 8 gegen 8 im fliegenden Wechsel. So wurde die letzte Trainingseinheit des fünften Tages auf dem Trainingsplatz abgeschlossen. Das war 2.